geht's los. Heute geht es einfach alles ein bisschen um Tempo, möglichst viel Folie raufzukriegen, weil morgen früh kann es schon wieder regnen und dann ist eben das Problem, dass die Trecker nicht mehr rauf können. Folie hat heute Priorität. Damit verlängern wir die Spargelsaison, weil es jetzt ja nachts einfach zu kalt ist und der Spargel so nicht in Gang kommt und dann entsteht da eine Wärme und dann können wir ein bisschen früher ernten. Heute ist Papa jetzt die erste Station, der arbeitet uns vor, der schaufelt die ganzen Dämme an. Auf dem Stück seht ihr das, da sind ja noch keine Dämme. Das macht Papa und wir kommen dann als letzte Station, das ist unser Teamwork, wo dann die Folie oben drauf kommt und wir beschweren das mit der Erde, damit das jetzt, wenn es dann windig ist, nicht gleich alles wieder runterweht. Ich habe hier eine Dammfräse, die den Boden hochschmeißt, damit der Boden möglichst locker in dem Damm ist. Der Spargel wächst ja in dem Damm hier und wenn er dann hier oben zu sehen ist, dann wird er freigelegt. Und deswegen, dies muss möglichst schön locker sein, weil man das immer mit der Hand freilegen muss, und um die Stange dann zu ernten. Ne? Wir haben ja jetzt ganz lange auf dieses trockene Wetter gewartet und hatten eigentlich den Plan, das morgen zu machen und nicht heute am Karfreitag. Aber wir arbeiten eben mit dem Wetter und deswegen geben wir jetzt heute Vollgas und machen alles, was wir schaffen. Ich gehe wieder hoch, ne? Ist immer ein Highlight. Ich finde das total toll. Wir haben eine ganz tolle Nachbarschaft und dass jetzt alle heute am Feiertag hier uns unterstützen. Moin, grüß dich, Charlotte. Früher kamen immer die Helfer aus Polen oder so. Und dann, als Corona kam, da waren die ja nicht mehr frei oder konnten nicht kommen. Und dann sind wir eingesprungen. Das sieht man ja hier, da ist auch schon mal was zugeknotet, deswegen liegt das jetzt nicht so schön auf, weil die über, ich weiß nicht wie viele Jahre, immer auf- und abgewickelt werden. Und das ist natürlich deswegen auch so viel Handarbeit, dass wir einfach hinterherlaufen müssen. Ne? Wenn man jetzt jedes Jahr neue Folie nehmen würde, das ist natürlich, macht keiner, das kann gar keiner bezahlen und das ist ja auch überhaupt nicht umweltfreundlich. Das ist auch nicht erforderlich, die Folie ist in Ordnung, aber ist natürlich einfach mehr Arbeit, ne? Ist ein bisschen schwerer. Jetzt hatten wir letzte Woche Sturm und jetzt haben wir gesagt, wir nutzen das warme Wetter und gucken einmal, was an ersten Köpfen da ist und legen im gleichen Atemzug einfach die Folie schon gleich wieder auf. Genau, dass wir einmal alle Reihen ablaufen. Ah. So, alles wieder schick machen. Jetzt. Also nachher, wenn wir richtig in der Saison sind, dann nehmen wir die Folie bei jeder Reihe komplett ab. Dann sieht man ja auch, wo der Spargel ist. Und jetzt gucken wir einfach so, wo der Spargel an die Folie drückt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wenn man die Folie zurückschlägt, so wie hier, und hier wäre jetzt Spargel, dass ich ihn hoch genug nehme, damit ich jetzt nicht beim Folie abschlagen den Kopf mit abreiße, abbreche.
Das sind jetzt auch immer die ersten Stangen an der Kante, weil der Damm noch nicht gleichmäßig durchgewärmt ist. Und an dieser Seite, wo die Sonne mehr gegen scheint, ist es ja wärmer wie an der anderen Seite. Und deswegen finden wir da jetzt heute die ersten Stangen. Auch wenn du heute ein paar Stangen hier an der Kante gehabt hast, kann das morgen oder übermorgen sein, dass da welche kommen. Ich mach das heute zum ersten Mal. Mein Korb ist noch ein bisschen leerer als der Rest hier. Ich brauche, glaube ich, ungefähr dreimal so lange. Mir fehlt noch der geschulte Spargelblick des Schlichtings. Was ist das? Ich weiß es nicht. Hä? Meine Reihen sind nicht so ergiebig. Ja, ja. Das sind die Praktikantenausreden. Ich heb die Hälfte der Folie hoch, da ist dann immer nichts. Ja, ja. Ich denke, oh schön, Knubbel. Naschst du das roh? Auch. Mama und Papa ja auch. Die essen das so vom Feld weg. Ich kau die schräg abgestochenen Sachen, kau ich unten weg, damit das schön glatt wird. Ja, das ist nachhaltig. Keine Verschwendung. Wie weit bist du hier gekommen? Fertig. Das heißt, alles, was ich jetzt finde, ist Fehler von dir. Ja, habe ich extra stehen gelassen. Als Kontrolle für dich. Danke. Top. So. Aber beim ersten Einsatz muss man immer ein bisschen üben. Ist halt so. Tomek, unser Erntehelfer, der ist seit 20 Jahren hier. Wenn du in seinen Korb reinkriegst, dann kriegen wir alle einen Frust, was er da drin hat und wie schnell. Der hat schon so viel Spargel geerntet. Ja, da kommt keiner von uns mit. Tschüss. Perfekte Ausrede für mich. Oh, das bewegt sich noch nicht. Ja, komm weg, komm weg. Sieht auch so locker aus. Nein, das ne? ist lose. Wir brauchen noch einen 17er Schlüssel. Der müsste im Regal. Im Regal. Machst du? Haben wir 6. Ist noch lose. Haben wir 6. Wir haben ja jetzt heute den ersten Spargel und das Spargelband lief logischerweise jetzt ein Jahr nicht. Und das ist jetzt unser erster Lauf in 2023. Und das Problem ist im Moment, dass es noch zu locker ist. Und deswegen dreht das Band noch nicht mit dem Gewinde. Genau, und das stellen Papa und Tomek jetzt ein bisschen fester. Und dann geht das hoffentlich gleich. Hoffen wir, dass das geht. Ja. Ja. Wir gehen jetzt mal optimistisch daran. Das sieht doch schon besser. Yes. Jetzt müssen wir es nur noch ein bisschen gerader hinkriegen, oder? Das kommt. Jetzt geht's los. So, hier wird der Spargel jetzt gewaschen und hier einmal unten gerade abgeschnitten. Das ist ja noch nicht richtig schöner Spargel. Ist ja alles dünn und. Aber es sind jetzt die ersten Stangen und wir können alles ausprobieren. Das passt schon. Wir sortieren jetzt den Spargel nach der Stangenstärke, das heißt nach der Dicke. Die dickeren Stangen sind hier vorne. Wir haben eine Kundin, die hätte heute gerne 6 Kilo. Eigentlich unsere dritte Wahl. Mal gucken, ob sie auch mit ein paar dickeren Stangen zufrieden ist. Fertig! Ja, das war's schon wieder von uns. Unsere ersten Spargelstangen sind zu Hause. Wir sind jetzt in die Spargelsaison gestartet. Kommentiert gerne das Video mit euren Fragen, liked das Video, abonniert den Kanal und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Kommt, Ladies! Unsere Damen dürfen heute das erste Mal raus. Es ist und bleibt der schönste Tag im Jahr. Tag der tanzenden Kühe.